Eckgarage Satz 2. Gegen den Neuzugang. Kann zuversichtlich sein für Interesse aus Spanien. Das führt noch mit 1:0. Aber den stärkeren Eindruck macht gerade Katschef. Lambert kann. Und der führt auch 9:5. Das schaut immer nicht spektakulär aus, war aber nichts anderes, als dass er genau den Schläger von Perez getroffen hat. Dann kommt der Reflex. In die andere Richtung. Den man natürlich gut trainiert haben muss. Longline. Zu ziehen. Gut, da noch was. Gegen Koglisch. Schiedsrichter, Fazio Marach. Da zeigt er erstmal seine Kämpfer und seine steigen Nerven. Er ist noch bereit. Und immerhin sind wir Erik Kempert mit seinem riesigen Objektiv, das er gerade mal versteckt. Einer der bekanntesten Tischtennis-Fotografen Deutschlands. Immer wieder zu Gast hier in Halle. Er zappelt immer noch. Und das ist ja auch nochmal eine ganz wichtige Eigenschaft für dich, für den Spieler. Kampfgeist. Nicht aufgeben. Nicht nervös machen lassen. Und jetzt hat sie ihn aber doch erwischt. Lange gezappelt. Am Ende dann doch ein 9:11 und damit ein 1:1 im Set. Und viele gute Ratschläge für Gacek von den Mannschaftskollegen.